Hallo, liebe Freunde von Bamberg, seid mir willkommen zu meiner Bildserie von antiken lithografischen Grußkarten von Bamberg. Es war viel Arbeit und viel Überzeugungsarbeit notwendig, um Bamberger Ansichtskartensammler dazu zu bewegen, damit die Vorlagen mal herausrückten und mir zum Digitalisieren mit nach Hause gaben. Dafür musste ich dann aus dem Verlag meiner Eltern immer irgendwas mitbringen, was sie noch nicht hatten. Und so funktionierte das dann mit diesen Ansichtskartensammlern. Die Begrüßungskarte zu meinem Vortrag, die zeigt uns natürlich den König Ludwig, der zumindest in der Fantasie von dem zeitgenössischen Lithografen einmal sein Märchenschloss Neuschwanstein verlassen hat, um Bamberg zu besuchen. Wir sehen die romantische Häuserzeile von Klein Venedig und da noch dieses dümpelnde Rangschiff. Zu den Rangschiffen kommen wir später noch einmal, da kann ich euch dann ein bisschen mehr erzählen. Wir arbeiten uns jetzt im Vortrag von oben nach unten und beginnen mit der Altenburg. Wir sehen hier die Altenburg aus nördlicher Richtung betrachtet, der Palas, der von Gustav Häberle um die letzte Jahrhundertwende gebaut wurde, ist schon fertig. Und wir sehen hier noch diesen Treppenaufgang, den man immer benutzt, wenn man von dieser Seite zur Altenburg vorstößt. Es gibt auch viele Tableaus von der Altenburg und wie wir erkennen können, hat auch der Bärenzwinger und die Bärenhaltung alle immer zu den tollsten Ansichten inspiriert. Die Altenburg ist auch gerne als Austragungsort von historischen Ritterspielen genutzt worden. Da hat es dann auch Ansichtskarten davon gegeben. Der Lithograf von dieser Ansichtskarte, der hat ja schon fast fotorealistisch gearbeitet, bedenkt man unten dieses Detail der aufgehängten, gewaschenen Wäsche. Zum Glück waren es nicht die Feinde der Rittersleute, die da unten jetzt hängen im Bild. Dieses Tableau, das demonstriert uns die Einheit zwischen der Frömmigkeit und der Wehrhaftigkeit, wenn wir hier auf den linken beiden Bildern dieses ganze Waffenarsenal betrachten. Bevor wir jetzt die Altenburg Richtung Stadt verlassen, kommen wir noch einmal auf die Bärenhaltung zu sprechen. Die fand in dem Zeitraum von 1902 bis 1982 statt und insgesamt drei Bären verweilten auf der Burg. Der erste namens Hassan, der zweite die Bärin Toni und dann von 1952-53 bis 1982 der allseits beliebte Poldibär, der dann 1982 wegen Altersschwäche eingeschläfert werden musste. Für die Bärenhaltung auf der Bamberger Altenburg waren die Bamberger Honoration eigentlich verantwortlich, die aus einer Schnapsidee von einem Stammtischgespräch dann diesen ersten Bären auf der Altenburg installierten. Zumindest gesicherter Teilnehmer dieser Honorationrunde war zumindest der Bamberger Schuhfabrikant Manz. Es könnte allerdings auch noch ein gewisser Weiermann dabei gewesen sein, ein gewisser Messerschmidt und ein gewisser Kropf. Heutzutage alles noch klingenden Damen im Zusammenhang mit Bamberg. Bergabwärts statten wir dann der Villa Remeis einen kleinen Besuch ab. Remeis, auch ein bedeutender Honoratior von Bamberg, der sein Vermögen der Stadt Bamberg überließ und auch noch diese Remeis Sternwarte stiftete. Die meisten Besucher kommen bei dieser Sternwarte vor allem im Sommer nie an,
weil sie auf dem Weg dorthin vorher am Spezikeller hängen bleiben und dort dann ihr Vergnügen suchen. Unweit davon, von der Villa Remeis, treffen wir dann auf den Michaelsberg. Hier haben wir eine Ansicht vom Torschuster aus gesehen auf dieses imposante Kirchenschiff. Wenn wir so eine Karte betrachten, dann müssen wir uns immer wieder ehrfurchtsvoll vor der Leistung verneigen, vor der Leistung der damaligen Lithografen und auch Steindrucker. Alois Senefelder hat dieses Verfahren erfunden und entwickelt, und am besten für den Steindruck eignen sich diese Jura-Marmorsteine aus den Solnhofener Steinbrüchen vom Altmühltal. Wenn wir von der Michaelsberger Terrasse in östliche Richtung blicken, dann erkennen wir hier zuerst den medizinischen Bau des alten Bamberger Krankenhauses, auf der anderen Regnitzseite das Fabrikgebäude der Caligo, weltbekannt für speziell imprägnierte Bucheinbände, dann dahinter das Schlachthofgelände und weiter rechts, also denke ich mal, das müsste das Fabrikgelände der Firma Schaeffler oder der späteren Firma Schaeffler sein, Spezialist für Teppichböden. Bergabwärts werfen wir noch einmal einen Blick zurück zu Michaelsberg. Im Vordergrund das Aufsessianum, heute als Internat genutzt, in den 70er Jahren Schauplatz des Filmes Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner mit dem prominenten Schauspieler Joachim Fuchsberger. Auf dem Weg in die Innenstadt erreichen wir nun den imposanten Kaiserdom. Was dieses Tableau zeigt, rechts im Bild der Michaelsberg mit dem Leinritt und auf der ganz rechten Seite dieses etwas größere Gebäude, das Bamberger Gefängnis, liebevoll auch Café Sandbad genannt. Der Domplatz mit der neuen Residenz und dem Reiterdenkmal vom Prinzregenten Luitpold. Dieses Denkmal steht heute auf dem Schönleinsplatz vor dem Hotel Bamberger Hof. Und ihr seht hier dieses Moiré, das ist eben schon eine Karte, die mit einem Punktraster gedruckt wurde. Ganz im Gegensatz zu den Lithografien, die sind alle mit einem Kornraster gedruckt und da kann man dann scannen, wie man will. Da bekommt man kein Moiré. Und hier bei diesen Karten mit Punktraster, da kann man manchmal die Vorlage drehen, wie man möchte und hat trotzdem immer noch ein ekelhaftes Moiré im Bild, wie ihr hier seht. Also ich muss mich dafür entschuldigen. Ich habe das ja auch nicht anders machen können. Die alte Hofhaltung, auch ein Teil vom Bamberger Domplatz. Sie hatte am Ende vom Zweiten Weltkrieg vielen Flüchtlingen aus den Ostgebieten kommend eine Bleibe gegeben. Ziemlich lange. Die obere Pfarre am Fuße des Kaulberges und wir sehen hier die elektrische Straßenbahn, die sich den Kaulberg hochquält. Um von der Bergstadt in die Inselstadt zu gelangen, müssen wir jetzt das alte Bamberger Brückenrathaus durchschreiten und dann sind wir in der Inselstadt angekommen. Hier eine Ansicht vom alten Bamberger Brückenrathaus Regnitz aufwärts.
Wenn wir oben diese Schrift Klein Venedig sehen, dann müssen wir eigentlich mutmaßen, dass derjenige, also der Verantwortliche dafür, der hat wahrscheinlich nie im Leben Klein Venedig gesehen und so konnte der dann auch nicht logisch handeln und praktisch denken, dass dieses Motiv hier nie Klein Venedig sein kann. Die Auffahrt zur oberen Brücke, also zum Brückenrathaus. Eine Ansicht von Klein-Venedig von der unteren Brücke aus. Wir sehen hier rechts wieder dümpelt ein Rangschiff, dahinter das alte Schlachthaus, dann die Häuserzeile von Klein-Venedig und im Hintergrund die Markusbrücke. Bamberg zu der Zeit, wo es noch keine Anbindung an ein Eisenbahnnetz hatte, war durch die Rangschifferei eigentlich mit vielen Gütern aus der Ferne versorgt. Und diese Rangschifferei betrieben drei Familien: Messerschmidt, Weiermann und Kropf. Wer von euch mehr über die Rangschifferei erfahren möchte, sollte sich das Buch besorgen, vom Herrn Karl-Heinz Artmann herausgegeben mit dem Titel Die Geschichte der Familie Messerschmidt. Da hat nämlich dieser Rangschiffer Johann Baptist Messerschmidt in seinen chronologischen Bemerkungen ein exaktes Tagebuch als Rangschiffer geführt und es ist wirklich immer wieder fantastisch, darin zu lesen, dass zum Beispiel die meisten Rangschiffer nicht des Schwimmens mächtig waren und so wie heute an den Straßenrändern die Kreuzle, so sind halt mainabwärts dann auch die Marterl gewachsen, wo dann immer ein Rangschiffer ertrunken ist. Die Fischer von Klein-Venedig gehen ihrer Arbeit nach und im Hintergrund wieder die eiserne Markusbrücke und dahinter das alte Bamberger Krankenhaus. Der Fotograf, der war eben damals noch keine alltägliche Erscheinung wie heute, wo jeder sein Handy zückt mit einer 128-Gigabyte-Karte, wo er in der normalen Auflösung vielleicht 20.000 Bilder ablichten kann. Auch die Flößer aus dem Frankenwald müssen manchmal mit ihrem äußerst harten Job eine Verschnaufpause machen. Und da eignet sich natürlich Klein-Venedig. Und dieser Regnitzabschnitt, ja, besonders gut. Ein Blick vom Kranen über die Regnitz zur anderen Seite, zum Leinritt, links oben wieder Ahaben, der Michaelsberg, die Markusbrücke und das imposante Gebäude, linksseitig das sogenannte Kaffeesandbad, das Bamberger Gefängnis. Das alte Bamberger Krankenhaus, ein Vorzeigeobjekt in Sachen medizinischer Innovation, begründet von dem Bamberger Fürstbischof Franz von Erdthal, gebaut von Erlwein und erst 1984 aufgelöst mit dem Umzug ins neue Bamberger Klinikum oben am Bruderwald. Zur Abwechslung zeige ich euch jetzt wieder einige Bamberger Tableaus. Und bei keinen Abbildungen, die Klein-Venedig darstellten, durfte das Rangschiff vergessen werden. So groß war eben zu dieser Zeit die Bedeutung der Rangschifferei für Bamberg. Es ist auch immer sehr aufschlussreich, wer noch des Lesens der deutschen Schrift mächtig ist, diese ganzen Grüße zu entziffern. Wir bleiben dem Verlauf des linken Regnitzarmes noch ein bisschen treu und kommen zum alten Wasserwerk, zum Geierswörthsteg und dahinter die Abbildung der oberen Pfarre. Seit vielen Jahren betreibt jetzt in diesem alten Wasserwerk unter dem Namen Hotel Brudermühle die Erna mit ihrem Gesinde
ein florierendes Hotel. Weiter Regnitz aufwärts erreichen wir dann das hübsche Wasserschloss Concordia. Bauherr ein gewisser Ignaz Böttinger, dessen Villa sich in der Concordiastraße befindet, etwas unweit davon entfernt. Noch ein bisschen weiter Regnitz aufwärts, dann das Hainbad, das Flussbad am linken Regnitzarm, das sich heute umso einer größeren Beliebtheit erfreut. Ein Blick Regnitz aufwärts, links die Walkmühle. Die Walkmühle aus einer anderen Perspektive betrachtet. Heute befindet sich in diesem wunderbar renovierten Gebäude das Gästehaus der Baunacher Ortungsfirma Seba Dynatronik. Noch einmal die Walkmühle. Oben am Berg das Lehrerseminar und das heute musisch geprägte Edea Hoffmann Gymnasium. Ein Blick in den beginnenden König-Ludwig-Donau-Main-Kanal. Wir sehen hier die Schleuse 100 nicht, die ist nicht mehr im Bild vorhanden, aber aus dem Grund Schleuse 100, weil es heißt ja König-Ludwig-Donau-Main-Kanal. Das bedeutet, dass praktisch bei Kelheim die Schleuse mit der Nummer 1 war, und so hatte ich es hochgezählt, und die letzte Schleuse von diesem König-Ludwig-Donau-Main-Kanal mit der Nummer 100, die befindet sich in Bamberg. Wir befinden uns jetzt schon inmitten vom Stadtzentrum und sehen rechts den Gabelmann, links die Martinskirche vom Grünen Markt. Nach wenigen Schritten über den Grünen Markt hinweg erreichen wir den Maxplatz und wir sehen hier das heutige Rathaus und das damalige Priesterseminar. Marktstände von den Bamberger Gärtnern, wo mit Sicherheit der damalige Bamberger Exportschlager das Süßholz angeboten wurde. Unweit vom Maxplatz in der Kleberstraße erreichen wir das Café Tannhäuser. So war eben die frühere Bezeichnung. Nach dem Tannhäuser wurde es die Königinnenbar, dann die Citybar und heute das italienische Restaurant Tivoli. Als Citybar, hauptsächlich von frustrierten amerikanischen Besatzungssoldaten in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre besucht, war diese Citybar ein heißes Pflaster. Unser erster Auftritt mit der Beatband Strange Color of Blue, der fand in diesem Bargebäude statt, in der Citybar. Und es war für mich immer, also das ist eine persönliche Einschätzung, die Musiker, die haben ja immer ein Schnitzel bekommen, aber diese Aminuten, die da gearbeitet haben in der Citybar und dann ab und zu eine Pause gemacht haben, die haben dann Hand- und Spanndienste in der Küche geleistet und somit war für mich eigentlich aus der Citybar ein Schnitzel regelrecht ungenießbar. Der Gebetsraum des Englischen Institutes, ein streng katholisch geführtes Mädcheninternat in der Mitte von Bamberg. Da hat übrigens ein Bamberger Philosoph promoviert, Gerhard Krischger, in den 60er Jahren manchmal solche Heftchen herausgebracht, Bamberger Mundart und Gedichte. Und eines, das möchte ich euch erzählen, da ist er praktisch einem Ami begegnet, einem Besetzungssoldaten, und der hat ihn dann gefragt, I need girls, I need girls, und da hat der Krischger ihn dann zu den Englischen geschickt. Ist doch eigentlich eine gute Tat gewesen. Inmitten der Stadt das Warenhaus vom Hermann Dietz,
der Herr D. Wenn heutzutage einer Werbung braucht, dann macht er das, wenn er vielleicht die Druckvorstufen von den Druckereien zum Schwitzen bringen will im Word, wenn er ein bisschen professioneller vorgeht, dann eben im InDesign oder im Quark Express oder vielleicht auch im Corel. Aber damals, dieser Herr Alt, der hatte ja noch keine PCs und noch keine Apples gehabt, der musste für diese Karte zu einem Lithografen gehen. Und wenn man sieht, wie der das ausgeführt hat, dann hat er bestimmt auch einiges dafür gezahlt. Wenn man herumstöbert in alten Fotoarchiven von Bamberg, dann taucht auch immer wieder dieser Name Kröner auf. Der hat sich auch sehr aktiv daran beteiligt, Dokumente, fotografische zu schaffen von Bamberg. Jede Veränderung, jede Neuerung oder Innovation, die erweckt Ängste, Hoffnungen und Freude, so wie hier jetzt bei der Einführung und Installation der neuen elektrischen Bamberger Straßenbahn. Und wir sehen hier schön, dass dieses emotionale Gemisch auf diesen Karten wunderbar zum Ausdruck kommt. Auf dieser etwas schon älteren Ansicht können wir erkennen, dass der Palas, der Neubau auf der Altenburg von Gustav Häberle, noch nicht gebaut ist. Wahrscheinlich hat zu dieser Zeit der kleine Gustav noch mit den Vorläufern von den heutigen Lego-Bausteinen mit hölzernen Bauklötzchen gespielt und von einer Karriere als Architekt geträumt. Um den Neubau des Palasts finanzieren zu können, da hat sich der Altenburg-Verein eine ganz clevere PR-Methode einfallen lassen. Er hat Bausteine verkauft. Keine Bausteine, die auf irgendeiner Chipkarte praktisch gespeichert werden wie heutzutage, sondern das war noch eine lithografische, handwerkliche Leistung. Und diesen Baustein, der ja nie als Ansichtskarte erschienen ist und im DIN A4 Überformat war, den möchte ich euch hier auch nicht vorenthalten und zeigen. Der Bamberger Gabelmann mit der Vorsitzenden Humsaras, die ihre Produkte, ihre Feldprodukte feilbieten. Und da soll sich keiner denken, dass das eingeschüchterte Frauen waren. Diese Gärtnerweiber, die waren äußerst schlagfertig und haben eigentlich in der Beziehung verbal, wenn es sein musste, jeden niedergerungen. Die wichtigsten Bamberger Motive wunderbar in Kleeblattform verpackt und wir sehen hier unten links, auch hier tauchen bei der Ansicht von Klein Venedig wieder diese besagten Rangschiffe auf. Auf einem Tableau ist auch der Bamberger Bahnhof abgebildet, ein bedeutendes Baudenkmal, eröffnet am 1. September 1844. Eine Nachtstimmung am Bamberger Bahnhof. Wahrscheinlich ist jetzt gerade der ICE von München kommend eingelaufen und viele Personen, die bemühen sich noch der Straßenbahn und per Pferdefuhrwerken in die Innenstadt von Bamberg. Wenn Züge fahren, dann können sie auch manchmal verunglücken, wie hier vor dem Bamberger Lokschuppen. Und da hat man dann eine Ansichtskarte rausgebracht. Eigentlich undenkbar, wenn jemand bei den drei bedeutenden Zugunglücken von Deutschland, Aidrang, Schede und Bad Aibling, wenn da einer davon Ansichtskarten veröffentlichen würde. Das wäre doch Wahnsinn, oder? Die Führung durch antike und lithografische
Postkarten von Bamberg, die haben uns jetzt ein bisschen angestrengt, dann sind wir geschwächt und jetzt brauchen wir eine kleine Erfrischung und da müssen wir dann hier mal rein, was das Bild darstellt und uns erfrischen mit einem dunklen Gesöff. Wir verlassen jetzt die Inselstadt und bewegen uns zur Lichtenheide Straße hinzu und da treffen wir dann auf den Schlachthof von Bamberg, der immer noch an dieser Stelle sich befindet. Der Gangolfsplatz mit dem schönen Tor am Steinweg. Wir wechseln jetzt in die Nürnberger Straße und gelangen zur Ulanenkaserne. Wir sehen hier rechts die abgehende Holzgartenstraße und dieses Eck von dem Gebäude ganz rechts, da befindet sich ja heute dem Lucianer seine Pizzabäckerei, Pizzahaus, darin. Mit eines der ersten Häuser am Platze in der Luitpoldstraße, das Hotel National. Die Landwirtschaftsschule in der Heiliggrabstraße, später das Polizeipräsidium beinhaltend und heute Justizkasse. Die Luitpoldschule in der Memmelsdorfer Straße. Auf dem nächsten Bild auch die Luitpoldschule darstellen können wir schön den Straßenverlauf der Memmelsdorfer Straße in Richtung Osten beobachten. Links abgehend die Gundelsheimer Straße und rechts abgehend die Heiliggrabstraße. Das sogenannte Lütpoldeck mit dem Lütpoldsaal. Hier kreuzten sich bis zum Bau der A70 und A73 und A3. Hier kreuzten sich die B22 von Würzburg nach Bayreuth weitergehend und die B4 und B173 von Lichtenfels-Coburg nach Nürnberg. Die Bamberger Lütpoldbrücke. Aber wenn wir genau hinschauen, ist es eigentlich die Marienbrücke von der Häuserzeile her betrachtet. War jetzt die Marienbrücke früher die Lütpoldbrücke oder ist es auch wieder nur eine Fehlbeschriftung von der Karte? Das habe ich bis jetzt noch nicht aufklären können. Eine Werbekarte der Bamberger Mälzerei, Weiermann, der damals ja auch zu den Bamberger Honoratioren gehörte. Wir kommen jetzt nach Bamberg Ost zur Heinrichskirche und wir sehen hier die Kreuzung von rechts kommend die Zollnerstraße. Geradeaus weiter bei der Heinrichskirche, wobei die Klosterbandstraße und zurück auf unsere Richtung, die Feldkirchenstraße, in der sich heute die Bamberger Universität befindet. Hier noch ein Tableau von Bamberg Ost mit einigen bedeutenden Motiven. Und mit diesem Bild, da möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch dieser Vortrag gefallen von alten lithografischen Postkarten von Bamberg. Und irgendwann werde ich dann wieder mit einem neuen Video in YouTube auftauchen. Also tschüss und bis bald. Wünscht euch euer Billig Heinz.